Herzlich willkommen zurück zu Before We Leave. Ich bin die Miri und während wir hier darauf warten, dass unser neues Kolonieschiff fertig wird, habe ich mir überlegt, es gibt natürlich eine Sache, wie wir die Sache noch beschleunigen können, nämlich mit Stromleitungen. Da bin ich bisher noch gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass ich ja vielleicht hier eine Stromleitung rüberlegen könnte, um die Werft zu beschleunigen. So, muss ich mal gucken. Ist natürlich ein ganz schön weiter Weg, aber die kriegen das hin. Unsere Bauarbeiter. So, hier haben wir noch eine einzelne Straße, die verbessert werden könnte. Ich überlege immer, ob ich irgendwie einen Reiniger noch verbessern soll, aber bisher... Gut, ich meine, der große Vorteil ist, man verbraucht weniger Wasser. Aber Wasser geht eigentlich hier. Dadurch, dass wir hier die Entsalzungsanlage ja gebaut haben, die ganz ordentlich Wasser produziert... Mehr als wir offenbar lagern können. Vielleicht sollte ich das Lager hier nochmal verbessern und dann auch noch Salz drin unterbringen. Wir haben ja nicht besonders viel Holz, ne? Könnten das ja vielleicht von Tropica rüberbringen. Tropico. Bring mal bitte Holz hierher. Ja, das Problem ist natürlich, dass wir hier den Marktplatz haben, ne? Also der zieht natürlich ordentlich Ressourcen weg, gerade vom Holz. Wenn man den verbessern würde, dann würde der auch Glas verwenden. Glas haben wir ja einiges hier. Ist nur leider natürlich hier hinten. Insofern vielleicht doch nicht der beste Platz für den Marktplatz. Na, ich weiß nicht. Ich habe den Eindruck, dass das... hier alles nicht mehr so effizient läuft. Wir haben, glaube ich, ganze zwei Bäume hier auf der ganzen Insel. Ich glaube, wir können mal einen Holzfäller wegnehmen. Also das, was wir hier in Holz gerade produzieren, das schafft einer auch gerade so eben noch. Und dann könnten wir vielleicht die Schule hier hinsetzen. So. Und hier hinten dafür den Marktplatz. Der wäre dann etwas näher an verschiedenen Lagern dran, außer halt am Holzlager. Tja, wie man es macht, der Weg hierhin ist auf jeden Fall schwierig. Und relativ weit. Naja, erstmal lassen wir es jetzt hier so, wie es ist. Ich versuche jetzt erstmal das zu erreichen, dass wir hier genug Holz haben. So, wenig überraschend haben wir hier schon wieder zu wenig Leute. Das heißt, eine Schule muss her. Ich werde das so machen. Oh, auf Prima ist noch ein weiterer Teil des Krakens erwacht. Das muss ich mir mal anschauen. Wie viel hat er denn? 4 offenbar. Das heißt, die nächste Mission für unser U-Boot hier. So, dann einmal nach Sekunde gucken, ob das U-Boot wieder einen Auftrag braucht. Nee. Hier ist es wohl noch beschäftigt. Hier hinten. Da steckt er noch. Lagerhaus ist fertig. So, da wollte ich Chemikalien und Zement drin lagern. Und in diesem Lager wollte ich außerdem noch mehr Wasser drin haben. Man kann ja auch Bäume pflanzen, ne? Ist zwar ziemlich teuer. Also so ein Wald sind 20 Obst. Das ist natürlich schon heftig, aber wenn wir dafür dann vielleicht einen gut funktionierenden Holzfäller hätten, dann wäre das ja schon was wert, oder? Erstmal sollte ich vielleicht klären, ob das hier überhaupt geht. Das kann ich nicht auf diese Kachelart platzieren. Okay, das funktioniert also nicht. Ja, das hatte ich mir jetzt schön gedacht, hat aber nicht funktioniert. Schade. Gut, also es gibt keinen gut funktionierenden Holzfäller auf dieser Insel. Das wird nicht passieren. Unser Kolonieschiff ist bereit. Der große Moment ist gekommen, wir können hier drüben siedeln. Also ich kann hier absolut nicht erkennen, was davon jetzt gut ist und was nicht. Also gutes Farmland wäre. Ich fahre jetzt mal einfach hier hin.
Dreammaker heißt das Schiff. Immerhin gibt es hier keine Kobolde, das ist schon mal etwas. So, wo können wir es denn jetzt so besiedeln? Was sieht irgendwie gut aus? Ich meine, hier hätten wir halt auch ganz gut Platz, ne? Oder so. Ich glaube, ich mache so. Okay. Da sind wir. Wir müssen erstmal ein bisschen Holz wegmachen und ein bisschen Stein. Dann gucke ich mir die Verschmutzung an, die wie üblich enorm ist. Oh mein Gott. Wie sollen wir denn hier überhaupt das hinkriegen? Das hier unten sieht eigentlich schön aus, aber es nützt einem nicht so viel. Wir gehen zwar mit der Straße da lang. Hier ist eine Stasekiste. Noch eine Stasekiste. Oh, Astrobalenium hier. Liegt einfach so auf der Straße rum. Wo holen wir uns unser Holz her? Das ist die erste Frage. Ist fürs Erste vielleicht das. Hier. Wir machen gar nichts. Ist noch nie zu spät ins Bett gegangen. Der Rix. Das ist ja interessant. Brauchen wir mal ein paar Hütten hier. Natürlich nähert sich jetzt dieser Weltraumwald Tertia, das ist ja völlig klar. Ne? Da hat man auf Sekunda und auf Prima den krankesten Scheiß hingestellt. Wohin gehen sie? Nach Tertia. Ja. Also Nahrung möchte ich hier hinten ein bisschen anbauen. Wird wahrscheinlich nicht ganz so super effizient wie sonst sein, aber wir müssen hier ein bisschen Abstriche machen. Eine Straße brauche ich noch. Dann hier der Brunnen. Und zwei Kartoffelfelder, so zum Beginn. Dann das hier. Eine Schule werden wir auch relativ bald brauchen, aber erstmal brauchen wir eine Bibliothek. Na, ich stelle sie jetzt mal hier hin. Wer weiß. Okay, hier gibt's was. Hier gibt's was. Das ist sehr schön. Haben wir sonst noch Stasekisten? Hier ist eine mit etwas Treibstoff. Oh, das ist ein Frosch. Quark! Ich habe den Frosch gefunden. Da gab es ein Achievement für. Es gab ein Achievement dafür, dass man den Frosch anklickt. Kleiner Funfact am Rande. So wie ich das mitbekommen habe, existiert dieser Frosch nur aufgrund eines Running Gags, der auf dem Discord von Before We Leave irgendwie mal war. Nur deshalb haben sie das Ding reingemacht. Tja, was machen wir jetzt? Batteriestrom. Würde ich sagen. Ich glaube, Batteriestrom ist das Sinnvollste. Wir haben so viele Batterien. Ich könnte wahrscheinlich ganze Inseln damit versorgen. Ist mein Schiff hier eigentlich mal fertig geworden? Ja. Ein Erkundungsschiff ist soweit. Schicken wir es mal auf die andere Seite des Planeten. Erstmal hier eine schöne Planetenumrundung machen, ne? Oh, hier gibt es eine Insel. Das sieht doch schon wieder nach einem Tropenwald aus. Und hier gibt es noch alte Strukturen. Das ist ja interessant. Das sieht man auch nicht oft. Also hier so ein zerstörtes Apartment und ein Haus. Irgendwelche uralten Ruinen. Ein alter Smoothie-Hersteller, klar. Und Kobolde. Wie soll es auch anders sein? Interessant. Was, das war der ganze Planet? Ach so. Also das ist wirklich alles, was auf diesem Planeten drauf ist, ja? Zwei Inseln. Und dem eine tropisch ist, mit so gut wie gar keinen Fruchtbarkeiten, wie es aussieht. Ja, nur Kartoffeln und Milch. Das ist ja ein etwas enttäuschender Planet, oder? Gibt es hier wenigstens irgendwelche Forschung? Grüne gibt es hier. Und man könnte vielleicht das hier öffnen, aber wozu, ne?
Nee. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen blöd. Also der Planet, der ist irgendwie, naja. Oh, der ist auch fertig, sehr schön. Hat auch schon seine 1000 Sachen drin. Brot darfst du übrigens hier auch nicht haben. Nur mal so, falls du auf die Idee gekommen wärst. Was hat denn unser Schiffchen hier zu tun? Nichts. Okay. Dann das hier. Und dann würde ich jetzt natürlich noch ein weiteres Raumschiff, ein neues Kolonieraumschiff herstellen, das dann hoffentlich den äußersten Planeten noch besiedelt. Hier. Okay, was macht er? Oh nee. Also es sieht so aus, als hätte er diesmal nur was getrunken. Wir haben nichts verloren, sehr gut. Natürlich hat er wieder Batterien gefunden. Auf Sekunde, genau, da hatte ich so dermaßen viele Batterien. So, wie war das jetzt? Hier auf Insel 4, die ich jetzt gleich umbenennen werde, da haben wir offenbar hungrige Leute. Kann ich gar nicht verstehen, wir haben noch so viel Essen hier. Müssen doch nur mal was essen gehen. Gut, wie benennen wir die Insel? Da hier Astrobalenium ist und das aussieht wie Lava oder Magma, nennt es Lavaland. Oh, die Forschung Batteriestrom ist sogar schon fertig. So, wie funktioniert das jetzt? Also man kann eine Batteriefabrik bauen, die dann aus Chemikalien und Strom Batterien macht. Und diese produziert Verschmutzung. Und das Batteriekraftwerk, das verwendet Batterien und macht keine Verschmutzung. Allerdings natürlich auch wieder Unzufriedenheit und Düsternis, man kennt das ja. Aber es ist halt auch eine Möglichkeit, an Strom zu kommen. Und die Batterien sind eben auch die eine Möglichkeit, wie man es schafft, Strom zwischen Inseln und Planeten hin und her zu transferieren. Also man könnte zum Beispiel jetzt auch so ein super Strominsel machen, sowas wie hier zum Beispiel die ganze Fläche hier voll mit Solarkraftwerken basteln und dann Batterien im großen Stil produzieren und die dann überall hinbringen. Wobei es natürlich hier relativ witzlos ist, weil wir hier guten Windrad hinstellen können, aber auf manchen Inseln kann man das ja nicht so gut. Und bevor man dann da wirklich wieder auf so furchtbare Technologien zurückgreifen muss, könnte man dann hier auch Batterien nehmen. Und das Schöne ist, wir haben jetzt tatsächlich die tiefe Mine. Gucken wir mal an, wie das Ganze aussieht. Wo haben wir denn das Roheisen? Oh, davon haben wir nicht so viel. Anscheinend funktioniert sie noch nicht gut genug. Wir müssen sie verbessern. Tiefere Mine steigert die Produktion. Immer her damit. Hochinteressant, wie das Ding aussieht. Ich bin auf jeden Fall froh, dass das soweit jetzt funktioniert und dass wir jetzt natürlich dann auch die anderen Inseln damit versorgen können. Was ist denn hier eigentlich los? Nicht benötigt. Ach so, natürlich, weil die Sphinx jetzt besiegt ist, brauchen wir dieses Ding eigentlich nicht mehr. Was bekomme ich denn zurück dafür? Bekomme ich was dafür zurück? Bisschen Forschung. Aber ja gut, ich meine, wenn wir das Ding gar nicht mehr brauchen, dann gut, weg damit. Ein Berg ist erschöpft. Oh. Okay. Jetzt wird es hier immer witziger. Jetzt können wir den Stein schon nicht mehr nutzen. Das heißt, ab jetzt gibt es hier erstmal keinen Stein mehr. Könnte natürlich ein unterirdisches Steinvorkommen anzapfen, sofern das funktioniert. Weil ich habe eigentlich nur diesen Ort, wo ich drei nebeneinander habe. Muss ich mal gucken, ob das funktionieren würde. Also. Tiefe Mine. Ja, man könnte sie da hinstellen.
Frage ist, wie wichtig ist das? Was haben wir hier? Unterirdische Eisenvorkommen? Das sieht ja schon faszinierend aus, ne? Diese Hightech-Sachen, die wir jetzt hier erforschen, ist schon geil. Das gefällt mir. Na, hier in Sumpfhausen gibt es unterirdische Steinvorkommen. Hier haben wir auch unterirdische Steinvorkommen. Tja, entweder ich baue es hier hin. Oder ich baue es halt nach Brück. Also ich glaube, ein Argument für Zementing wäre, dass wir, glaube ich, die Ressourcen hätten, um es zu bauen. Uns das mal anschauen. Ja. Wir haben hier die Ressourcen. Deswegen würde ich sagen, das gibt jetzt den Ausschlag. Wir bauen das hier hoch. Machen wir das so? Nee, ich würde sagen, wir machen es so. Hier. Und dann werden die ganzen Routen jetzt so angepasst, dass von Zementingen aus der Stein kommt. Gott, was für ein Chaos, ey. Also, alles, was mit Brück zu tun hat, da kommt der Stein raus. Da wird jetzt nur noch Milch geliefert. Was für eine Verschwendung von Schiffen, ehrlich gesagt. Ich bin mit dieser Transporterroute nicht so zufrieden. Die lassen wir weg. Das ist okay. Und dann alle mit Zementing einmal. Also. So. So funktioniert's. Und jetzt hätte ich die Möglichkeit, noch eine weitere Route zwischen Zementing und irgendwas anderem herzustellen. Entweder das oder ich packe das Schiff woanders drauf. Also ich glaube, bei dem, was hier umgesetzt wird, gerade um Lilaland rum, würde ich fast sagen, es wäre keine schlechte Idee, zwischen Kobolding und Lilaland noch ein weiteres Schiff draufzusetzen. So. Das läuft. Meine Güte, ist das Ding schön. Das gefällt mir einfach richtig gut. Richtig, richtig schön. Und wir können es auch direkt verbessern. Kann ich diesen Minotaurus eigentlich noch weiter... Oh ja, stimmt. Da war ja was. Gute Smoothies und gute Mahlzeiten könnten wir jetzt hier noch brauchen. Also gute Smoothies kann ich liefern. Gute Mahlzeiten ist schwierig. Da kommen wir nicht so ganz hinterher, habe ich irgendwie den Eindruck. Wird meistens an den Broten hängen. Also würde ich jetzt die Bäckerei nochmal automatisieren. Stopp mal kurz. Ein Problem könnte auch sein, dass ich dem Ding hier zu viel Platz weggenommen habe. Weil wenn ich ihm 5 gebe, ist er 25% besser mit dem Mehl. Statt nur 10%, das ist viel wert. Da packe ich die Bäckerei lieber eins nebendran. Oder ich packe sie gleich da hinten hin. Denn hier könnte ich ja theoretisch auch noch mal eine Mühle hinstellen. Ja, ich packe die jetzt einfach hier in die Ecke. So. Abreißen. Was muss ich hier noch mal haben? Oh, jetzt kann ich das Ganze nur noch automatisieren. Also wir sind offenbar jetzt auf dem höchsten Ding vom Rezept her.
Es muss Hersteller 5 und ich könnte das Ganze jetzt noch automatisieren. Dann geht es schneller, verbraucht mehr Strom, aber auch weniger Bürger. Ich glaube, das machen wir. Das ist ja hervorragend. Und das hier, da könnte ich noch Salz hinzufügen. Auch Salz haben wir wirklich richtig viel. Da müsste ich vielleicht mal ein Lager haben, ne? Pass mal auf, ich mache das so, das Salz kommt hier mit rein und wir verbessern das nochmal, dass wir mehr Platz haben. Gut. Erstmal verbessern. Ach so, dann sollte ich das Ganze vielleicht noch elektrifizieren hier hinten. Muss ja nicht ganz so rückständig hier hinten ablaufen. Und auch wunderhübsche Straßen dazu. Wie geht's euch so? Da hier keine Verschmutzung ist, setzen wir hier auch noch mal ein Gemüsefeld hin. Und dann geht's da hinten weiter. Naja, Kraken hat was freigelassen. Sehr nett. Ach, das war ja immer das. Man konnte das ja hier unten nicht hinstellen. Richtig. Das funktionierte ja immer nicht. Aber die Schule geht, ne? Ja. Das heißt, um ein Lager hier zu haben, muss ich tatsächlich nach oben. Und wo gehe ich nach oben? Ich würde fast sagen, hier hinten. Sieht zwar auf den ersten Blick ein bisschen umständlich aus, aber dann habe ich die Möglichkeit, hier eine Straße lang zu führen. So. Kann hier hinten einen Steinproduzenten hinstellen und hier noch zwei Lager, die wir auch gleich mal platzieren werden. Denn die werden wir wahrscheinlich brauchen. Und hier hinten könnte man zum Beispiel auch noch mal runtergehen, dann wäre man auch noch schneller beim Astrobalinium. Tja, aber ich glaube, wie wir das Astrobalinium abbauen werden und was wir damit alles anstellen können, das werden wir in den nächsten Folgen sehen, die erst in einer Woche starten. Denn wir sind wieder am Ende meiner zweiwöchigen Episode von Folgen. Jetzt ist erstmal eine Woche Pause und dann sehen wir uns hoffentlich in einer Woche wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.